Hallo, grüßt euch, hier ist mal wieder euer Mufnixi. Ich möchte mich als allererstes bedanken für so viele Abonnenten. Ich habe schon über 600 und ich freue mich total. Vor allem kann ich mir total angeben von meinem Sohn. Ich sage, hey Felix, ich habe übrigens jetzt schon über 600 Abonnenten. Er ist immer so, hey Mama, toll. Gibt mir immer so ein Like. Vielen Dank für die netten Kommentare oder mit denen ich so in Kontakt bin. Ihr besucht mich ja auch ganz fleißig auf meinem Blog, missmixi.blogspot.de oder schreibt mir auf Facebook. Nee, das finde ich ganz klasse. So, heute möchte ich für euch gerne Gulaschsuppe machen. Und zwar habe ich ein Rezeptbuch, ein neues. Das habe ich mir besorgt, beziehungsweise hat mir eine ganz liebe Kollegin, und zwar die Maria aus Tirol, die hat mir das besorgt. In Österreich gibt es eigentlich schon, so genießt Österreich. Ich hoffe, dass es bei uns auch bald auf den Markt kommt. Aber momentan, vielen Dank nochmal Maria für dieses tolle Rezept. Ich möchte eine Gulaschsuppe machen daraus. Und zwar, da brauchen wir 500 Gramm Rindfleisch. 380 Gramm Kartoffeln, 700 Milliliter 700 Gramm Wasser, 4 Knoblauchzehen, 400 Gramm Zwiebeln halbiert und Pfeffer, also noch Salz, abgeriebene Zitronenschale 2 Esslöffel und Gewürze brauchen wir Majoran, Kümmel, Paprika, Chili und eine Rinderbrühe. So. Jetzt legen wir mal los. Und zwar müssen wir als erstes Zwiebel, Knoblauch, Kümmel, Paprikapulver, Majoran, Salz in den Dingster. Also Zwiebeln 400 Gramm. Das habe ich vorher schon abgemessen, deswegen brauche ich jetzt gar nicht auf die Waage gehen. Knoblauch 14. Kümmel brauchen wir einen Teelöffel. Hier. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Majoran. Also Esslöffel. Das ist der große hier. 1, 2. Wir können bald wieder nachkaufen. Dann brauchen wir 1 Esslöffel Paprikapulver. Edelsüß, nicht den scharfen. Dann ein Teelöffel Salz. Der kleine zum Einsatz hier. Salz. Dann Salz. Zitronenschale. Das sollen 2 Esslöffel sein. Und ein Esslöffel Balsamico. Ihr hört jetzt das Rauschen, es ist nur meine Jalousie, die runtergeht. Geht nämlich automatisch. Ein Esslöffel Balsamico. Und da steht Sonnenblumenöl, das mag ich aber nicht so gern. Deswegen nehme ich ein Rapsöl und zwar auch ein Esslöffel davon. Schaut ja aus wie ein Salat, oder was man da macht? Na gut. Das ist 6 Sekunden Stufe 6. Und dann 7 Minuten bei 120 Grad würzen. Das schaut jetzt ein bisschen barzig aus. Naja, schauen wir. Also 7 Minuten, 120 Grad. Dann machen wir das jetzt mal. 7 Minuten. Auf Stufe 1. Bis gleich. Ich habe jetzt natürlich wieder was vergessen, wie üblich. Und zwar, da gehören noch 20 Gramm Tomatenmark rein. Das mache ich einfach jetzt rein. Und dann, glaube ich, ist das nicht so schlimm, weil das köchle ich ja danach auch noch eine ganze Zeit lang. Jetzt brennt es mir ein bisschen in den Augen. So, wegen der Zwiebeln. Aber, oh. Jetzt kommen die 500 Gramm klein geschnitten, ich habe die so in so Würfel, so einmal 1 cm große Würfel, Rindfleisch dazu. Und dann kommen die 20 Gramm Tomatenmark. Boah, das brennt in meinen Augen.
Wasser. Schönes Süppchen, das soll morgen gegessen werden. Und heute Abend gibt es noch Brotzeit. Und dann kommt zur Rinderbrühe. Guck mal, schon zwei so Teelöffel rein. Eins, zwei. Können wir dann nachher noch abschmecken, ob es uns noch was brauchen. Und eine Prise getrocknete Chiliflocken. Ich habe hier von Sonnentor den Schafmacher, den finde ich sehr lecker. Tue ich da einfach von da ein bisschen rein. So. Eine kleine Prise. Und dann schalten wir jetzt in 40 Minuten 100 Grad unsere Rückwärtsstufe, damit wir das Fleisch nicht verkleinern. Wir nehmen als Spritzschutz nehmen wir den Gareinsatz. So, da, da. 40 Minuten. Jetzt sind unsere 40 Minuten um und wir fügen jetzt noch 380 Gramm Kartoffeln kommen jetzt noch dazu und die werden dann noch 20 Minuten auf Stufe 100, also 100 Grad Stufe 0,5 im Rückwärtslauf gar gekocht. Und dann probier schon mal zwischen. Schmeckt schon ganz gut. Also, Kartoffeln dazu. In Österreich heißt es ja Erdäpfel, also die Erdäpfel sind jetzt drin. Wir haben den Deckel drauf und den Spritzschutz drauf. 20 Minuten. 100 Grad. Stufe 0,5 im Rückwärtsgang. So, sehen wir uns gleich nochmal wieder und dann schmecken wir es ab und hoffen, dass es schmeckt. Bis gleich. Gleich ist es fertig. Es ist fertig. So, ja, ist gut. So, da. So schaut das Ganze aus. Ich darf es nicht zu weit schütten, sonst ist es nämlich am Boden, das wollen wir auch nicht. Probieren wir das mal, ob die Kartoffeln gut sind. Halt. Fein. Vielleicht kommt noch ein bisschen. Ja, wobei, hat schon Schärfe, hat es eigentlich schon. Aber ganz einen kleinen Tick von meinem Scharfmacher. Und vielleicht noch einen ganz kleinen Tick. Dann ist es perfekt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Hoffe, dass ihr mich auf Facebook besucht unter Conny Jolitz mit Pepper Chef bzw. Conny Jolitz Miss Mixi Zaubert. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.